Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen bei Minecraft Hunger Games. Und ich versuche mich jetzt hier erstmal zu verkrümeln. Wir sind jetzt im Überlebensmodus. Und ich versuche jetzt erstmal, mir irgendwo eine Waffe zu suchen oder irgendwas, womit ich überleben kann. Ich bin jetzt gerade hier ein bisschen auf der Flucht. Wir müssen also versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Und, boah, das ist eine Kiste. Ja, ich habe ein Schwert. Fängt gut an. Ich hatte vorher schon eine kleine Runde gemacht, aber elendig verreckt. Also ich bin ein Hungertod gestorben. Und jetzt versuche ich erstmal, mir irgendwo was zu suchen, damit ich überleben kann. So, ich habe schon mal ein Schwert. Das ist ein Vorteil. Komm. Ich verstecke mich da drinne. Das ist gut. Also wir brauchen noch Essen. Essen könnte ein Riesenproblem werden. Komm. Muss doch irgendwo was sein, was man gebrauchen kann. So, ich krabbel erstmal hier fix hoch. Ich habe hier oben, glaube ich, was gesehen. Oh, jetzt kommen die Zombies. Ich glaube, hier oben war was. Na? Essen. Essen ist gut. Nein. Geh weg, Skelett. Alter, Schwein gehabt. Komm, wir müssen irgendwo hin. Was ist denn das? Lift holen? Wo ist denn der Lift? Ich hab eben drauf gedrückt. Gut. Die Zeit ist gleich vorbei. Die Schutzzeit. Das heißt, ab da können sich alle Spieler gegenseitig umbringen. Was ist denn das? Kann ich da ran? War schon einmal einer dran, oder da war nichts drin? Gut, der erste ist schon gestorben, der ist irgendwo runtergefallen. Was sind das für Knöpfe? Ich will gar nichts testen. Hier gibt es nämlich auch Fallen. Und ich habe jetzt keinen Bock, hier echt abzunippeln. So, ich hoffe mir nicht, dass jetzt ein anderer Spieler mich noch kommt und mich hier noch malträtiert. Wurde schon erst von der Spinne getötet. 17 Spieler sind noch da. Da ist noch eine Kiste. Haben wir Glück? Ein Helm. Gut. Also hier haben wir einen kleinen Jackpot gehabt. Problem ist halt nur, ich weiß nicht, wenn ich irgendwelche Knöpfe drücke, nicht, dass hier irgendwas passiert, was mich töten könnte. Ich guck mich mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir irgendwo noch eine Art Kiste, wo was drin ist. Irgendwas, was wir brauchen können. Ich sneake mal ein bisschen. Da hinten ist ein Zombie. Was haben wir hier? Hier ist einmal nix. Wisst ihr? Gut, Essen haben wir noch. Ich hau mir jetzt mal den Apfel rein. Vielleicht haben wir Glück und finden noch irgendwo was. Ich guck mich mal ein bisschen um. Oh Mann. Tiefe Nacht. Scheiße. Creeper. Stirb! Stirb doch mal! Glück gehabt. Hier ist noch eine Kiste. Was nun? Die ist leer. Warum haben wir Schaden gekriegt? Achso, ich war zu nah am Rand. Da kommt noch ein Zombie. Wir verkrümeln uns einfach mal ein bisschen. Da ist noch eine Spinne hinten. Vielleicht kriege ich von oben ein bisschen Aussicht. Ich guck mal. Ah, ist noch eine Kiste. Wunderbar. Die ist auch schon leer. Scheiße, irgendjemand ist immer schneller. Zur Spinne will ich nicht. Da kommt der Zombie. Du Idiot, ich werde dich da runterschuppen. So, 8 Spieler sind noch da. So, gleich schießt mich irgendeiner runter, das weiß ich jetzt schon. Geh weg. Ja, hat er nicht überlebt. Wunderbar. Hat er Fleisch hat er bei sich gehabt?
Autoscooter-Bereich. Scheiße. Ist hier irgendwas drin? Was Brauchbares? Ah, jetzt kommt nur eine Spinne. Leck mich doch am Arsch. Ich will doch nur überleben. Ich will doch nur überleben. Das ist eine Kiste. Lauf, 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 lauf. Also, essenstechnisch sind wir jetzt auf einem guten Stand. Leck mich am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Du Rindvieh. Du Rindvieh. Ah, ich sollte hier hinten bleiben. So, da wurde der nächste vom Creeper getötet. Oh, das ist ein Skelett. Ich guck mal aufs Schiff hinten. Vielleicht haben wir irgendwie eine Chance, dass da noch eine Kiste oder so ist. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viel zum Überleben. Gut, aber aufs Schiff. Hopp. Nein, ich bin runtergefallen. Komm, hoch. Der will nicht. Komm, hoch da. Was haben wir hier? Guck mal, ein Schalter. Achso. Ja! Ich höre schon wieder irgendwas. Guck mal ins Innere des Schiffes. Das Problem ist halt, hier könnten überall Fallen sein. Bücherregale. Was haben wir hier? Nee, nee. Alter, wenn es so weitergeht, dann überleben wir das hier und haben noch nicht mal einen einzigen gesehen. So. Sieht hier irgendwo noch Kisten? Da ist noch eine Kiste. Ja, einen Bogen. Das ist praktisch. Ich hau mir nochmal zwei Äpfel rein. Anscheinend habe ich richtig Glück hier. Gut, meine Leben heilen sich auch langsam wieder auf. Ich rüste mich mal den Bogen aus. Ich habe zwar nur zwei Schuss, aber das ist besser als nichts. Ich höre schon wieder irgendwo das Viehzeug. Komm, hier muss doch noch irgendwo was sein, das man gebrauchen kann. Da hinten ist noch eine Burg. Auf geht's, komm. So, vier Stück leben noch. Ein Glück keine an meiner Nähe. Ich denke mal, die werden alle beim Spawnpoint sich sammeln zum Schluss und sich da gegenseitig die Schnauze einhauen. Ich weiß nicht, ob das mal eine Chance sein könnte. Kann er mal hinten nochmal lang gucken. Ich gehe mal aufs Schwert ein bisschen. Mal hinten da. Aha. Warum kriege ich Schaden? Warum kriege ich Schaden? Das ist gemein. Da will man in einem bestimmten Bereich, da kriegt man hier Schaden rein. War das hier? Ich verlasse das Gebiet, ja. Es rückt langsam näher, ich muss mal gucken. Oh, Creeper! Skelett! Leck mich doch am Arsch! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird knapp, Leute. Pass auf, ich sehe es schon, dass ich auf den letzten Metern abnippel. Oh Mann, scheiße, jetzt scheint die Sonne auch noch direkt auf meinen Bildschirm, dass ich nicht sehe. Das ist eine Kiste. Scheiße, da war einer dran. Ach, es wird Tag. Meine Chancen zu überleben steigt. Aber ich denke mal, das nächste ist eine Vierergruppe. Ja, komm. Sammeln wir mal einen hier, den ganzen Schnodder. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird übel. Ich sag's euch. Ich werde so elendig verrecken.
Da ich ja noch nicht so geübt bin, ich denke mal, uah, dass hier noch irgendwo ein paar Profis rumwuseln. Ich mache mich mal hier. Da hinten ist einer. Ja, das ist auch nur ein Skelett. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo die alle rumwuseln. Ist eine Kiste? Ah, wieder schon einer dran. Die sind alle immer schneller als ich. Na gut, ich habe jetzt einiges an Ausrüstung bekommen. Boardsize, scheiße. Stopp! Glück gehabt. Ja, Alter, wie viele Skelette sind denn hier? Ich kann mal da hinten lang gucken. Vielleicht ist hier irgendwo noch eine Kiste. Ja, leck mich doch am Arsch! Ach, hier waren sie überall. Das ist ein Creeper. Dr. Creepy. Du alte Fotzau! Bam, Junge, bam! Hat mir aber ordentlich Damage reingehauen, scheiße. Okay. Achso, das Gebiet rückt langsam näher. Aua, scheiße! Hört doch mal auf, mich zu beschießen, ihr Affen! Alter, jetzt kommen sie alle hier. Da oben sitzen bestimmt drauf, die Affen. Ja, da ganz oben sitzt einer. Der Pisser, der hat sich da oben versteckt. Da bleibe ich einfach mal hier unten. Hat er sich doch wirklich da hochgebaut? Da oben sitzen gleich zwei. Wie machen wir das jetzt? Ich habe hier drei Blöcke. Kommt runter, ihr Ärsche. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Hier unten sind alle Kisten leer. Ich kann einfach warten, bis die verhungern oben. Ich verstecke mich einfach hier unten. La 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 la. Das ist auch ein bisschen kacke. Alter, die ganzen Viecher um mich herum. Keine Idee. So. Kann jedenfalls keiner von der Seite kommen. Sitzen die beiden Holzrechen da oben? Ich habe eine Idee. So. Kacke. Wie mache ich das jetzt? Die beiden sitzen da oben, ich sitze hier unten. Wie soll ich noch hochkommen? Ist der eine Macke oder was? Da ist der erste freiwillig in den Tod gestürzt. Und er hat aber bestimmt was, oder? La 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 la. Oh! Sieh mal einer, guck. Sogar feines Zeug für mich beigehabt. Komm, spring auch. Glaub mir, mein Kumpel, wenn du jetzt springst, das ist der beste Weg für dich. La 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 la. So, jetzt werden wir alle sterben. Nein. Jetzt werden wir alle verrecken hier. Scheiße. Nur weil der da oben sich festklammert. Ach. So ein dummes Schwein. Hat er sich da oben verkämmt und da kommt man nicht raus. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.